einen Besuch im Holiday Park mit der ganzen Klasse. Das war der erste Preis des Facebook-Gewinnspiels im Rahmen von Schülerlesen Zeitung. Die 8. Klasse von Frau Schäfer der Niersteiner Karl-Zuckmeier-Realschule freut sich über den Ausflug und ist begeistert von dem Projekt, das jungen Schülern das Medium Zeitung näher bringen soll. Warum das so ist, erzählen sie euch selbst. Ich würde das Projekt Schülerlesen Zeitung weiterempfehlen, weil es interessant ist, jeden Tag durch das Lesen der Zeitung immer auf dem neuesten Stand zu sein. Also ich fand es auch interessant, weil durch die Zeitung erfährt man meist mehr als vom Fernsehen oder so. Und ja, ich fand es ganz gut und ich könnte es schon halt weiterempfehlen. Ja, und außerdem lesen wir normalerweise nur die Themen, die uns interessieren. Und wenn man so eine Zeitung hat mit verschiedenen Bereichen, dann weiß man alles. Also ich fand das Zeitungsprojekt eine sehr schöne Sache. Es hat auf jeden Fall gezeigt, dass die Schüler eigentlich wenig Kontakt mit Zeitung haben, weil in vielen Haushalten gibt es keine Zeitung mehr, dass sie sich aber sehr schnell eingefunden haben. Schnell eingefunden haben sich die Schüler auch im Holiday Park und das Highlight ist bereits gefunden. Also das Beste war GeForce und uns Tower, ja, da fällt man einfach von ganz oben runter. Ja, also ich bin bisher den Superwirbel gefahren und der ist richtig toll und vorher habe ich noch den GeForce zu fahren, weil ich auch irgendwie voll Bock drauf habe und ich will noch ins Zabaluga Abenteuerland. Ein langer Tag geht zu Ende, aber alle scheinen viel Spaß gehabt zu haben. Besucht doch auch mal die Facebook-Seite von